was auch immer wir tun, ob wir über die Straße gehen, aufpassen müssen, nicht überfahren zu werden, oder ob wir einfach gedankenversunken vor uns hinschreiten, alles wird vom Gehirn organisiert und koordiniert. Und das Gehirn ist in der Tat das faszinierendste, aber auch komplexeste Organ, das die Evolution hervorgebracht hat. Aber wie das Gehirn funktioniert, ist eines der ganz großen verbleibenden Rätsel. An seiner Enträtselung arbeiten Forscher weltweit. Auch am Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt am Main tragen Wissenschaftler ihren Teil dazu bei, die Grundlagen des Denkens zu verstehen. Wolf Singer ist einer der Forscher dort. Damit Wissenschaftler überhaupt wissenschaften können, bedürfen sie der Einbettung in ein geschütztes Umfeld. Sie brauchen Ruhe, sie brauchen aber auch eine sehr komplexe Infrastruktur und die Möglichkeit, mit Kollegen ständig im Austausch zu sein. Und hierfür bietet das Ernst-Strüngmann-Institut hervorragende Voraussetzungen. Wie erzeugen Wechselwirkungen zwischen Nervenzellen Wahrnehmung? Was ist Aufmerksamkeit? Wodurch entsteht Bewusstsein? Das sind Fragen, die die Forscher am Ernst-Strüngmann-Institut beflügeln. Auch Patrick Jendritzer. Ich bin seit 2015 als Doktorand am Institut. Ganz einfach gesagt untersuche ich, wie Sehen eigentlich funktioniert. Ich versuche zu verstehen, wie Signale, die von unseren Augen ins Gehirn gelangen, dort verarbeitet werden und zur Wahrnehmung werden. Das menschliche Gehirn besteht aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen. Das ist nur etwas weniger, als es Sterne in der Milchstraße gibt. Die Wissenschaftler am Ernst-Strüngmann-Institut beobachten die Kommunikation zwischen einzelnen Zellen oder Hirnabschnitten. Sie versuchen herauszufinden, wie durch deren koordinierte Aktivität höhere kognitive Funktionen entstehen. Zum Beispiel Aufmerksamkeit, Erinnerungen, Bewusstsein. Ich werde oft gefragt, warum machst du das? Wofür soll das überhaupt gut sein? Die Antwort ist, dass wir hier Grundlagenforschung machen. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, wie das Gehirn grundsätzlich funktioniert. Und für mich steht völlig außer Frage, dass das wichtig und sinnvoll ist. Denn alles, was wir darüber wissen, wie ein gesundes Gehirn funktioniert, kann uns eines Tages dabei helfen, auch Krankheiten zu verstehen und eventuell zu heilen. Das Institut, kurz ESI, verdankt seine Existenz einer großzügigen Stiftung der Unternehmer Andreas und Thomas Strüngmann, die 2008 eingerichtet wurde. Das Institut soll zur Erforschung des Gehirns beitragen. Wolf Singer war als Gründungsdirektor von Anfang an mit dabei. Das ist in der Tat eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Ein großes Institut, das ausschließlich der Grundlagenforschung gewidmet ist, mit privaten Mitteln zu finanzieren, ist in Deutschland eine absolute Seltenheit. Zur Geschichte. Die Brüder, Zwillingsbrüder, Thomas und Andreas Strüngmann haben von ihrem Vater eine kleine Pharmafirma übernommen und diese unter dem neuen Namen Hexal zu einem weltumspannenden Unternehmen entwickelt, das Generika herstellt, also Pharmaka, Medikamente, deren Patente abgelaufen sind. Und als sie diese Firma mit großem Gewinn verkauft haben, haben sie einen Teil des Erlöses in eine Stiftung eingebracht und wollten damit der Wissenschaft etwas von dem zurückgeben, was sie groß gemacht hat, nämlich Wissen. Und haben beschlossen, ein Forschungsinstitut zu gründen. Und daraus ist das Ernst-Strüngmann-Institut geworden, das nach dem Namen ihres Vaters getauft wurde. Rechtlich und finanziell ist das Institut unabhängig. Wissenschaftlich ist es eng mit der Max-Planck-Gesellschaft verbunden. Es wird wissenschaftlich nach denselben Prinzipien geführt wie ein Max-Planck-Institut. Die Max-Planck-Gesellschaft beruft die Direktoren des ESI und begutachtet regelmäßig die Qualität der Forschung. Dieses Konstrukt bringt viele Vorteile mit sich. Ganz am Anfang war das Unternehmen schon ziemlich abenteuerlich. Wir hatten einen Plan, wir hatten Geld, aber wir hatten keinen Ort. Nun wollte es der Zufall, dass das Max-Planck-Institut für Hirnforschung gerade umgezogen war in einen Neubau, sodass wir das alte Gebäude im Prinzip hätten nutzen können. Und dank der guten Beziehungen zur Max-Planck-Gesellschaft wurde uns dieses Gebäude tatsächlich überlassen, um darin ESI zu gründen. Inzwischen arbeiten die Wissenschaftler des ESI in einem deutlich großzügigeren Neubau, der die hohen Anforderungen an ein modernes Hirnforschungsinstitut erfüllt.
Das Land Hessen hat die Errichtung des Gebäudes mit 30 Millionen Euro unterstützt. Pascal Fries ist Direktor am ESI. Die private Finanzierung ist ein Teil des Erfolgsrezeptes. Sie gewährt uns Flexibilität. Genauso wichtig ist die Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Sie sichert die Qualität und notwendige Einbettung in ein anregendes Forschungsumfeld. Dass wir zusätzlich Unterstützung durch das Land Hessen erhalten, macht uns sehr stolz und unterstreicht, dass dem Land Grundlagenforschung wichtig ist. Alles zusammen bildet die Grundlage dafür, dass wir Spitzenforschung betreiben können. 150 Mitarbeiter soll das Ernst-Strüngmann-Institut langfristig beschäftigen. Schon jetzt arbeiten dort mehrere Arbeitsgruppen mit unterschiedlichsten Methoden. Psychologen, Computerwissenschaftler, Biologen, Physiker und Mediziner. Um interdisziplinär zu arbeiten, müssen die Wissenschaftler nur eine Tür weitergehen. Also einzigartig hier am ESI ist, dass es viel Kooperation zwischen den Gruppen gibt. Und das sieht man zum Beispiel in einer zentralen Dateninfrastruktur, die wir alle benutzen können. Und auch die wissenschaftliche Ausrüstung zum Beispiel kann von allen Gruppen benutzt werden. Und es gibt auch viele Räume, viel Platz, wo man sich unter den Gruppen austauschen kann. Und ja, wir leben wirklich Kooperation statt Konkurrenz hier. Für Martha Nari-Havenit ein unerlässlicher Aspekt. Die Nachwuchswissenschaftlerin ist dabei, eine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen, und zwar im Team mit ihrer Kollegin Marike Schulfink. Dabei profitieren die beiden Frauen nicht zuletzt von der Kooperation zwischen dem Ernst-Strüngmann-Institut und der Max-Planck-Gesellschaft. Gehalt und Forschungsmittel kommen von der Max-Planck-Gesellschaft, Räume und Infrastruktur stellt das ESI. Dass Marike und ich zusammen das Labor leiten, das ist eigentlich eine sehr neue Idee. Insofern wäre das wohl an vielen Orten gar nicht in Frage gekommen. Und das ESI hat es wirklich vollauf unterstützt. Insofern ist es für uns ein fantastischer Ort, um zu arbeiten. Unser Forschungsprojekt geht darum, dass wir direkt vergleichen wollen, wie Affen und Mäuse visuelle Informationen verarbeiten. Und das kann man nur wirklich tun, indem man von einzelnen Zellen ableitet. Das heißt, es geht nicht im Menschen. Und umso wichtiger ist es, dass man wirklich weiß, welche Art von Verhaltensweisen und Gehirnfunktionen sich übertragen lassen zwischen verschiedenen Tierarten. Und am ESI arbeiten verschiedene Gruppen sowohl mit Affen als auch mit Mäusen. Das heißt, es ist für uns ein ganz tolles Umfeld und auch ganz wichtig, es geht den Tieren wirklich, wirklich gut. Das ist für uns persönlich wichtig, aber auch wirklich für unsere Forschung, weil wir ganz natürliche Verhaltensweisen uns anschauen wollen, wie zum Beispiel Futtersuche. Und das würde mit gestressten Tieren überhaupt nicht gut funktionieren. Nicht nur innerhalb des Instituts wird Zusammenarbeit großgeschrieben. Für externe Kooperationsprojekte müssen die Institutsmitarbeiter nicht unbedingt weit reisen. Es gibt hier tatsächlich gleich mehrere wirklich hervorragende Forschungseinrichtungen. Hier drüben direkt neben dem ESI haben wir zum Beispiel das Neuroscience Center der Goethe-Universität, die Kliniken der Neurologie und Psychiatrie. Auf der anderen Seite des Mains liegen das Max-Planck-Institut für Hirnforschung und das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, das Frankfurt Institute for Advanced Studies und die Universität. Wir stehen mit allen in gutem Austausch. Wie das Gehirn funktioniert, ist nach wie vor eines der ganz großen Rätsel. Aber wir arbeiten daran. Für mich als alten Hasen ist es eine Freude zu sehen, dass wir hier einen Ort geschaffen haben, an dem die nächste Generation dazu beitragen kann, des Rätsels Lösung ein Stück näher zu kommen.